Ulf, das ist für Stromberg. Kriegst du das jetzt, oder ja, was? Ja, genau. Voll den Arsch auf, die ganzen Zenturien-Sachen werden angemahnt. Bis nächste Woche. Ich weiß, wie lange das schon bei Stromberg rumliegt. Wo sind denn die Schadensberichte dazu? Stromberg muss doch da in seinem Büro schon irgendwas zu haben. Hat er dir immer noch nicht den Schlüssel vom Büro gegeben? Komm, ich mach's selber. Winzekatze soll es machen. Hier, Lenhoff. Bis Zenturion, da läuft nächste Woche die Frist ab. Wäre super, wenn du es machst. Tja, wäre, würde, hätte, könnte. Würde ich machen, hätte ich Zeit. Hab ich aber leider nicht. Ich war ja jetzt nie so richtig geil auf Karriere machen oder so. Uli Hoeneß wird jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr anrufen und fragen, ob ich irgendwie Bock habe, für die Bayern zu spielen. Bin ja jetzt auch schon über 30. Definitiv zu alt, um jetzt noch irgendwie so ein Wunderkind zu werden oder so. Muss man ja auch nicht. Aber was mir halt echt auf den Sack geht, ist halt, dass meine Frau und selbst mein Kumpel und so, die tun immer so, als würde ich nie was auf die Kette kriegen. Und das ist ja wohl echt Bullshit. Ey, das war übrigens kein Witz mit Zenturion, ne? Hallo? Weil wenn ich einen Witz mache, sag ich vorher, kennst du den? Ja? Also, du machst das jetzt. So, was wird das jetzt? Nagel. Für die Urkunde zum Loser des Jahres, oder was? Boah, Ernie, du hängst jetzt hier nicht ernsthaft einen Lattenjupp hin, oder? Stromberg wollte das nicht, aber der ist ja jetzt weg. Ich will das vielleicht auch nicht, du Eimer. Vielleicht mal daran gedacht? Nö. Ach, Ulf. Ja? Ich wollte nur sagen, dass ich dann jetzt hochgehe und die Vertretung für die Pappenacker mache. Ja, wieso das denn jetzt? Er hat Stromberg in die Wege geleitet. Hat er dir nicht gesagt, oder was? Nee. Das sind Schadensberichte. Originale. Mensch, Möffel, ich hab dir gesagt, du musst fragen. Ja, aber die lagen da. Da war auch keiner. Ja, das ist scheiße jetzt. Ja, gut, er hat's ja nicht mit Absicht gemacht. Ja, trotzdem. Machst du jetzt auf Mr. Wichtig, oder was? Ist er mal. Ja, gestern hieß es noch, ich bleib einer von euch. Das sagt die Richtige, die sich schön nach oben ins Vorzimmer verpisst. Hm. Was soll denn das jetzt? Ich mach das wegen Helge? Ist klar. Wie? Ist klar. Und Stromberg macht das auch wegen Helge? Boah, ey, krieg du erst mal ein Kind, bevor du ihren Kopf aufreißt. Echt. Ey, lass meine Mama in Ruhe! Lass mich! Auf! Lass mich! Lass mich in Ruhe! Lass mich! Auf! Sommer! Nee, mach mal die Tür auf. Nee. Komm! Helge! In puncto Gleichstellung ist die Kapitol bislang das Afghanistan also unter den Versicherungen, das meine ich ehrlich. Und ich finde es allerdings traurig, dass ausgerechnet ein Mann die Frauenfrage hier stellen muss. Und die Frauenfrage lautet konkret: Was macht die Frau Schirmann mit ihrem verlausten Zwerg?